Wir bleiben nur noch ganz wenige Minuten, bevor Edgar in den Shop kommt. Und ich will unbedingt vorher noch Byron ziehen. Ich will ihn nicht kaufen. Ich will ihn aus Boxen holen und ich will ihn möglichst weit leveln, ohne dass mir Edgar dazwischen funkt. Also, los geht's! Gehen zum Brawl Pass, da habe ich noch Belohnungen. Belohnungen aus der vorherigen Season. Erste Box. Was ist da drin? Münzen, okay, kein Byron. Dann die große Box, vielleicht schon Byron. Nix mit Byron. Colette, gib mir doch bitte statt Colette Byron, das wäre doch was. Also die Box, knock knock. Münzen, oh, oh, oh. Eine Megabox, da muss Byron drin sein. Los, Byron, bitte. Ja, es blinkt, es blinkt. Wir haben es geschafft. Da ist er, Byron. Gerade noch so geholt. Super, der mythische Brawler Byron. Und noch Markenverdoppler. Sehr, sehr cool. So, jetzt Byron sofort leveln. Da gibt es noch Level-Ups hier. 50 für Byron. So, da kommt Byron mit 50. Gems holen wir auch mal. 100 für Byron. 75 für Byron. Byron mit 75. 100er für Byron. Da, kriegst du ihn. Nimm, nimm. Nimm Byron, den 100er. So, ich glaube, das reicht nicht ganz. Nochmal 100 für Byron. Nimm, nimm alles Byron. Das alles, was wir hier an Powerpunkten haben, dann zur aktuellen Saison. Uns interessieren nur die Power-Ups. Da, Power-Ups für Byron. Byron Power-Ups. Da, nochmal 100. 100 Power-Ups für Byron. Gib sie ihm! Es bleiben noch 3 Minuten. Power-Ups für Byron. Sonst habe ich nachher alles für den anderen, für Edgar in den Boxen. 50. So, jetzt haben wir alles verbraucht. Schauen wir schnell in den Shop. Im Shop hat es noch Power-Punkte für 30 Gems. Die holen wir auch noch. Power-Punkte für 30 Gems. Die kommt auch auf Byron. So. So, jetzt ist Byron schon ziemlich hoch. Jetzt gehen wir mal auf Byron drauf. Da ist er, Byron. Byron, upgraden. Nochmal upgraden. Nochmal upgraden. Wir holen übrigens dann auch gleich Edgar. Nochmal upgraden. Und upgraden. So, wir haben ihn schon Level 7. 7. So, Boxen öffnen. Und zwar wieder vorherige Season. Hier geht's weiter. Große Box. Für Byron. Jawohl, 90 für Byron. Sehr cool. Weiter geht's. Große Box. 42 für Byron. Das geht ja flott. Dann da unten war doch noch was. Nein, eine kleine Brawlbox. Kleine Brawlbox für Byron. Da gibt es 6 dazu. Okay. 800. Jetzt ist er Level 8. Jetzt brauchen wir noch ein paar. Eine Megabox für Byron. Da ist sicher ganz viel drin. Powerpunkte 190. Sehr cool. Das gibt einen ziemlichen Schub. Dann haben wir da große Box. Ja, 49. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, Byron zu maxen. Ich möchte auch die Star Power und das Gadget. Aber nachher kommt uns der neue Brawler dazwischen. So, jetzt 37. Okay, wir sind bei 428 und fast, fast sind wir da. Große Box. 531, so, das nächste könnte schon sein. Hier die Megabox. Jawohl! Byron! Byron. Level 9 Byron. Sehr cool. So, jetzt können wir also die Star Power und das Gadget von Byron suchen. Just in diesem Moment kommt Edgar in den Shop. Oh, schaut euch das an. Das ist natürlich cool. Ich habe direkt schon das Gadget von Byron im Shop. Das ist natürlich super cool. Das sage ich nicht. Nein, das hole ich mir doch gleich mal, das Gadget für 1000 Gold. Ich meine, besser geht's nimmer. Byron heilt sich 3 Sekunden lang um 800 TP pro Sekunde. Verfügbare Nutzung pro Match 3. Sehr cool. Dann hat sie noch eine Gratisbox. Die holen wir auch. Und da sind Münzen drin und Markenverdoppler. Das tägliche Geschenk. Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist Edgar?
Da müsste doch jetzt schon Edgar drin sein. Ach, übrigens habe ich vergessen, den Code einzugeben. Das ist natürlich sehr blöd. Man sollte immer den Creator-Code zuerst eingeben, bevor man Gems ausgibt. Ihr seht, auch mir passiert dieses Missgeschick. Vor allem, wenn ich in Eile bin. Also, der Creator-Code Chief Avalon natürlich immer zuerst eingeben. Vielen Dank, ihr seid super, super cool, wenn ihr das macht. Edgar noch nirgends zu sehen im Moment, der gute Edgar. So, da können wir also in Ruhe weitersuchen nach der Star Power. Erstmal diese Box hier öffnen. Da sind Münzen drin. Dann kommt da eine große Box. Wir suchen die Star Power Münzen. Eine Brawl Box. Münzen. Jetzt kriege ich nur noch die Münzen. Noch eine große Box. Ist das eine Verschwendung hier? Nur weil er mir die Star Power nicht gibt. Jetzt nehme ich diese Mega Box. Bitte die Star Power für Byron. Nein, die Brawl Box. Die werden jetzt alle verschwendet. Ich bräuchte die dann für Edgar. Die große Box. Nein. Jetzt Star Power, bitte. Knock, knock. Auch nicht. Nochmal eine große Box. Gut, die Star Power wäre ja morgen im Shop, aber wahrscheinlich. Meistens ist sie einen Tag später im Shop. Auch nichts, nur Münzen. Mein Gott, ihr meint es gerade nicht gut mit mir, Leute. Liebe Supercell, ihr meint es gerade nicht gut mit mir. Ich kriege nur noch Gold. Wo ist denn diese Star Power? Da! Nein! Nein! Das sind nur diese Markenverdoppler. Nochmal eine Box. Große Box. Komm bitte. Nein. Eine Brawlbox. Wir huschen hier durch. Das dauert heute lange. Megabox. Knock, knock. Daumen drücken. Ja! Verbleibende. Und da ist sie, die Star Power von Byron. Super cool. Byrons Super Skill verringert außerdem. Wieso eigentlich außerdem? Byrons Super Skill verringert außerdem 9 Sekunden lang, das ist ziemlich lange, sämtliche Heilung, die Gegner erhalten. Das ist ja gemein. Um 50%. Das ist die Star Power von Byron. Damit hier Byron fully maxed. Gerade noch so, bevor Edgar rauskommt. Ein fully maxed Byron. So sieht er aus. Das sind seine Skills. Byron natürlich wie immer mit 0 Pokalen. Wo ist jetzt Edgar? Der sollte doch um 9 rauskommen. Und jetzt ist 5 nach 9. Die ganze Hektik hier umsonst. Ich schaue nochmal da rein. Es ist jetzt 6 nach 9. Ich warte auf Edgar. Und gerade eben ist im Shop dieses Gratis-Angebot aufgetaucht. Da schauen wir jetzt mal drauf. Ist das Edgar? Gratis? Jawohl, da ist Edgar! Yes! 6 nach 9. Ich habe Byron gemaxt und kurz drauf kommt Edgar. Den holen wir jetzt auch. Und für den öffnen wir all die restlichen Boxen. Also, hier kommt Edgar. Hier kommt Edgar. Edgar. Einfach Edgar. Da kommt er. Edgar. Yeah. Edgar. Der Gratis-Brawler. Der zornige Teenager geht nicht nur mit seinen Parkour-Skills öfter mal die Wände hoch. Jetzt gehen wir gerade mal auf Edgar. Natürlich Edgar, ebenfalls 0 Pokale. Zurück in die vorherige Season. Ich habe natürlich jetzt keine Level-Ups mehr, also müssen wir direkt mit Boxen loslegen. Wir brauchen jetzt alle Boxen. Hier diese erste Box. So, da gibt es direkt schon Powerpunkte für Edgar, 39. Das wird jetzt natürlich hart, hier auf die 1400 Punkte zu kommen. Nur mit Boxen. Eine große Box. So, 58 für Edgar. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Eine normale Box. 6 Punkte. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Eine große Box für Edgar. Mit 34 Punkten. Immerhin, es gibt ziemlich Punkte. Dann hier eine Mega-Box. Wenn es dann nicht reicht, holen wir noch die Box im Shop. 314, okay, läuft nicht schlecht. Dann hier nochmal 55 für Edgar. Das ist ja sehr großzügig eigentlich. 75 für Edgar, das ist ja geil. Die nächste Megabox. Megabox. 180 für Edgar, sehr, sehr großzügig. Kann man nicht meckern. Dann eine Brawlbox, vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja, zwei Brawler in einem Video voll zu maxen. Eine große Box. 74, nicht schlecht. Dann nochmal eine Megabox. Habe ich gespart, Leute, habe ich gespart.
Ist ja unglaublich. Doch mal eine große Box. Was dauert da so lange? So, jetzt. 41, ja, wir kommen langsam näher. Und wir sind immer noch im letzten Brawl Pass, nicht im aktuellen. Nochmal eine Megabox. Das gibt 232. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sind wir jetzt fertig? Nein! Ach, da hat es noch eine Box. Da hat es noch eine Box. Gibt noch 74 dazu. Und noch eine. Mit 43. Ja, wir sind ganz nah dran. So, wir gehen zur aktuellen Saison. Also, wir können ganz vorne anfangen hier. Die große Box. Es fehlt ja nicht mehr viel. 28. Ja, fast. Eine Brawlbox, eine normale. Man sollte eigentlich zuerst die kleinen jetzt aufmachen, weil wir schon so nah dran sind. Nicht gerade die Megabox. Da hat es noch 10 Gems, die nehme ich natürlich gerne. So, jetzt nehme ich erst diese große Box hier. Weil wir sind ja schon nah dran. 30, ja, fehlen nur noch 70. Dann nehme ich erst die Brawlbox. Reicht das schon? Nein, nur 5. Das ist aber schäbig, große Box. Die gibt 38. Sehr cool. 1410. So, jetzt gehen wir mal Edgar upgraden. Kleines Upgrade. Level 2. Dann Level 3. Level 4. Level 5. Level 6. Level 7. Level 8. Jetzt kann man schon das Gadget bekommen. Level 9. Er ist schon fully maxed. Also jetzt. Gadget und Star Power. Schaffen wir das auch noch? Zwei Brawler fully maxed in einem Video. Wir starten mit dieser Megabox hier. Vielleicht ist da ja schon was drin. Nix. Übrigens, hat es im Shop vielleicht das Gadget wie vorhin? Nein, leider diesmal nicht. Öffnen die große Box. Da habe ich jetzt natürlich nicht mehr so viel. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Glück. Markenverdoppler. Diese Box hier vielleicht. Nein, dann vielleicht diese hier. Auch nichts. Wie sieht's mit dieser Box aus? Auch nicht. Eine Megabox vielleicht? Ein Gadget bitte? Nein, die große Box. Nein, nur diese Markenverdoppler. Könnt's nicht wenigstens blinken? Da, noch eine Box. Nö, große Box. Auch nichts, außer Markenverdoppler. Können wir bitte das Gadget bekommen? Die Gems nehme ich auch mal noch mit. Große Box. Mein Gott, ist das spannend. Kriegen wir das Gadget auch noch? Da! Nein? Okay, das sah jetzt komisch aus. Nichts. Eine kurze Zuckung. So, jetzt da. Ja, es blinkt! Star Power oder Gadget? Wir machen die Welle. Das Gadget von Edgar. Edgars Superskill lädt sich 3 Sekunden lang 700% schneller auf, verfügbare Nutzung pro Match 3. Hammer! Hammer schon das Gadget für Edgar, sehr cool. Aber wir sind noch nicht fertig. Kriegen wir auch noch die Star Power? Da sind die Münzen, jetzt geht's weiter mit der Megabox. Vielleicht ist da schon die Star Power drin. Nö. Große Box. Vielleicht ist da die Star Power drin. Nein, noch eine Megabox. Die Chancen stehen gut. Sie ist gelb, aber es blinkt nicht. Brawlbox, komm, irgendwo ist da noch die Star Power drin. Da sind noch Gems. Noch eine große Box. Auch nicht. Kommt, Brawlball Götter, seid gnädig. Gold. Noch eine Brawlbox. Nein, keine Star Power im Moment. Große Box. Oh, es wird langsam knapp. Es wird langsam knapp. Wir haben bald keine Boxen mehr. Nein, diese Markenverdoppler immer. Da ist nicht mehr viel übrig. Wir sind zu wenig weit im Brawl Pass. Große Box. Nein. Brawl Box. Auch nicht. Große Box. Auch nicht. Mega Box. Auch nicht. Nur Gold. Noch eine. Also wenn wir es nicht schaffen, kaufen wir noch die Box im Shop. Große Box. Auch nichts. Und die allerletzte Box. Die allerletzte.
auch noch Gold. Ich habe sogar genug Gems. Also, lasst uns mal noch diese letzte Hoffnung hier. Die letzte Megabox. Vielleicht steckt da die Star Power drin. Und Megabox für 60 Gems. Diesmal der Creator Code drin. Da ist sie. Welle. Welle. Vielleicht. Ja. Nein. Nein. Es ist gelb. Und nur die Markenverdoppler. Nein. Das waren sehr teure Markenverdoppler. Also, hier ist Edgar, fully maxed bis auf die Star Power. Die werde ich aber sicher demnächst im Shop bekommen. Die ist ja immer ein, zwei Tage später sowieso im Shop drin. Also, nicht weiter schlimm. Alle Boxen sind vorerst verbraucht. Die spare ich jetzt wieder, die Boxen, für den nächsten Brawler. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Viel Spaß bei einem von diesen Videos hier, die vorgeschlagen werden. Ich bin ja sicher, dass dir die auch gefallen.